Herr Mark Görschenfurt. Ich hatte einen Freunden, Herr Kersch. Herr Kersch, ich habe schon intensiv nachgelauscht und das hat die Ausführung gemäht vom deutschen Fernsehen, die Sendung Hart, aber herzig heißt sie. Eine Sendung, die ich auch geguckt habe und einen wirklich nachgeht. Vor allem auch von den Zürzeburg am sozialen Bereich. Also, mein Freund hier ist dann, der SAP ist ja schon gefehlt, ewig an der Regierung. Sie sind dann der Meinung, dass in Zürzeburg nicht auch so eine Sendung hindringen und dass die Leute nicht vielleicht, dass wir die Fälle nicht auch heim haben und dass Zürzeburg die Leute nicht genau an so prekäre Situationen leben, obwohl wir ein Sozialsystem haben, das vielleicht ein paar Jahre besser ist. Aber dass wir nicht Zürzeburg genau dieselbe Fälle finden, wo die nur so gegen Jüdisch an Deutschland gehen. Merci. Merci, Herr Görsch. Und ich gehe kurz zurück an Herr Kersch. Herr Görsch, und der bat mir nicht zu erklären, dass es doch heute Zürzeburg Leute gibt, denen nicht gut geht. Ich behaupte aber heute frei, Herr Frank, dass es heute Zürzeburg keine Leute gibt, die an denen Zustand muss leben, wie an Deutschland, wie das praktisch ein Massephänomen ist. Das ist Gott sei Dank an diesem Land noch nicht der Fall. Merci, Herr Kerr. Ahoi, ahoi!